Liebe Gäste, liebe Filmfreunde, dear guests from all over the world. Wenn Sie mich nach meinen Film- oder Fernseherfahrungen fragen, dann kann ich sagen, dass mich die Filmstadt München mit ihren einzigartigen Produktionen und herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreis der Filmschaffenden von jeher sehr stark beeindruckt hat. Aber besonders herausheben möchte ich heute nicht einzelne Film- oder Fernseherlebnisse, sondern vielmehr eine einzelne Person. Helmut Dietl, von dem wir erst vor kurzem Abschied nehmen mussten. Er war für mich ein Meister. Ein Meister darin, mit eigener künstlerischer Handschrift satirische Porträts des Münchner Society-Lebens zu zeichnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine außerordentliche Ehre, heute hier für die Stadt München als Gesellschafterin das Filmfest München offiziell eröffnen zu dürfen. Wir haben ja heute bereits beim Reingehen bemerken können, welchen Glanz Sie, Frau Illien, und natürlich Ihr Team der Stadt München mit diesem Filmfest bringen. Wir nehmen alle miteinander fasziniert wahr, wie das Filmfest München die ganze Stadt in einen flirrenden, in einen angeregten Zustand versetzt. Das gelingt auch deshalb besonders gut, weil das Filmfest München ein Ort der direkten Begegnungen ist beim Schauen der Filme, in Diskussionen und in Gesprächen zwischen Publikum und Filmemachern. In der direkten Begegnung, im Austausch über Gesehenes, Gedachtes, Anrührendes, kann hier etwas ganz Besonderes entstehen, können mitunter auch Grenzen im Denken, Grenzen im Kopf überschritten werden. Grenzen überschreiten, so ist das Filmfest in diesem Jahr überschrieben. Und unter dieser Überschrift ist es gelungen, näherliegende, aber auch entferntere Assoziationen mit diesem Festivaltitel zusammenzubringen. Meine Damen und Herren, wenn man sich das hervorragende Programm des 33. Filmfestes München ansieht, wird man entdecken, dass einige internationale Beiträge auf unterschiedlichste Weise das brandaktuelle Thema Migration und Flucht aufgreifen. Mediterranea beispielsweise beschreibt neorealistisch die gefährliche Reise übers Mittelmeer, die afrikanische Flüchtlinge antreten, in der Hoffnung, in Europa ein besseres Leben zu finden. Die Realität hingegen erscheint oft ausweglos. In Bombay macht sich ein 10-Jähriger auf eigene Faust vom Kosovo auf den Weg nach Deutschland. In diesem Fall Fiktion, doch leider alles andere als unrealistisch. Der Dokumentarfilm Musa wiederum erzählt vom Fluchtschicksal eines 12-Jährigen aus dem Sudan. Ihm haben seine Erlebnisse im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Aber dass nicht alle Flüchtlingsgeschichten immer nur tragisch enden müssen, haben Sie, Frau Illien, ja schon mehrfach erwähnt, und das ist auch wunderbar so. Ich selbst erlebe immer wieder und bekomme auch Berichte, welche Bereicherung uns allen entstehen kann, wenn wir uns offen als Menschen begegnen, die aktuellen Herausforderungen nicht lediglich als Belastung begreifen. Ich danke Ihnen, Frau Illien, und Ihrem Team für ein Programm, das bei aller Unterhaltung Vielschichtigkeit bereithält, nachdenklich stimmt und nicht zuletzt auch etwas an politische Verantwortung erinnert. In den deutschen Festivalreihen, etwa erzählt Daniel Hannig, in Meister des Todes vom riskanten Waffenexporten einer deutschen Firma, die aus Profitgründen fragwürdige Exportgeschäfte mit schwerwiegenden Folgen eingeht. In der Fall Barschel wird raffiniert die Affäre um den früheren Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins beleuchtet, der 1987 tot in einem Genfer Hotel aufgefunden wurde. Und ganz aktuell in Mollat und Plötzlich bist du verrückt werden einzigartige Einblicke in einen der größten Justizskandale der Nachkriegszeit gewährt. Es freut mich als Oberbürgermeister, dass neben den vielen internationalen und nationalen Stars und Schauspielerinnen und Schauspielern auch viele Schauspieler und Filmschaffende aus München den roten Teppich beleben werden. 8 von 20 Filmen der Filmreihe Neues Deutsches Kino stammen aus München. Nachdem das in den vergangenen Jahren noch ganz anders war, darf ich das als gutes Zeichen für den Filmstandort München begreifen. München ist, meine Damen und Herren, sage ich ganz selbstbewusst, eines der führenden Filmstädte Deutschlands und dabei ja, immer belebender, aber auch traditioneller Konkurrenz zu Berlin.
Damit Filmemacher sich in München ein klein wenig wohler fühlen, haben wir als Stadt versucht, durch ein entsprechendes Büro Drehgenehmigungen schneller erteilen zu lassen. Eigentlich versuchen wir, alles das zu tun, was ein Produzent, ein Filmteam von uns erwarten kann. Die Frau Eigner hat es schon erwähnt, wir haben auch gemeinsam dafür gesorgt, dass das Budget des Filmfests sich doch deutlich erhöht hat. Und liebe Frau Illien, ich weiß ja, dass Ihnen das immer noch nicht reicht. Und Ihre Wünsche sind ja nicht nur Geld. Ich kenne Ihren Wunsch, bei allen Plänen zu unserer anstehenden Sanierung des Gasteigs auch einen Spielort für das Filmfest mitzudenken. Und ich sage Ihnen gerne zu, dass ich mich für eine Lösung einsetze, die neben der akustischen Aufwertung und den notwendigen baulichen Anpassungen auch eine Nutzung des großen Saals für cineastische Freuden ermöglichen wird. Sprich, die Zeichen stehen gar nicht so schlecht, dass wir die feierliche Öffnung des Münchner Filmfests in relativer Zukunft, ja, bei mir steht in nicht allzu ferner Zukunft, aber das war mir jetzt doch zu verwegen, in relativer Zukunft alle gemeinsam in einem Kinosaal in der Philharmonie im Gasteig erleben können. In diesem Sinne wünsche ich gelungene, spannende und bereichernde Festivaltage, heute einen tollen Eröffnungsfilm, eine tolle Party und erkläre das 33. Internationale Filmfest München hiermit für eröffnet. Vielen Dank.